Wieder schön bei euch zu sein, freut mich einfach. Ich komme immer gerne nach Trier. Trier ist immer Heimkommen. Ja, Geschwister, die man schon 30 Jahre kennt, dann auch immer wieder zu sehen, sich aneinander zu freuen, dass wir zusammen auf dem Weg sind. Schön, dass ihr immer treu bleibt. Freut mich total, wenn Christen treu bleiben und den Herrn freut es auch. Das ist auf jeden Fall so, weil es gibt Gründe genug, auch die Gemeinde im Stich zu lassen. Ja, es gibt Gründe genug, viele machen es. Aber wir wollen treu bleiben. Und das hilft uns total. Ja, treu, denn der Herr ist treu. So habe ich euch das Thema euch mitgebracht, hat der Herr mir so einen Satz gelegt. Christen lieben Jesus, darum dienen sie seiner Gemeinde. Ja, sie dienen ihm und sie dienen seiner Gemeinde. Und diese interessante Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte am See Genezareth, die gibt uns so viele Fragen und auch viele Antworten. Und die wollen wir uns heute zusammen miteinander ansehen. Aus Johannes 21, 1 bis 24. Der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern. Ja, und das ist so das Interessante, weil Jesus hatte so viele interessante Begegnungen nach seiner Auferstehung. Und Johannes bringt uns diese Geschichten ganz nah, erklärt uns diese Geschichten über, nach der Auferstehung, welche Begegnungen er hat. Johannes beleuchtet das besonders. So ist auch die eine Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, wo er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war. Jesus ist den Emmaus-Jüngern erschienen, als sie so gerade mit ihm unterwegs waren, ja. Und interessant, wie er sie ermutigte. Die waren auch bestimmt irgendwo enttäuscht und entmutigt. Jetzt ist dieser Jesus, dem wir nachgefolgt sind, da am Kreuz gestorben. Jetzt ist irgendwie vorbei. Irgendwie waren sie enttäuscht und entmutigt. Und Jesus begegnete ihnen ganz liebevoll. Und so begegnet auch Jesus immer liebevoll den Zweiflern. Und das ist so schön zu sehen, wie er mit ihnen umgeht. Zum Beispiel in Lukas 24, Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Warum habt ihr da so viele Probleme damit? Es musste doch alles so geschehen. Und er legte ihnen die Schriften aus. Und ja, als so Jesus mit ihnen redete, brannte ihr Herz. Brannte ihr Herz, als Jesus ihnen die Schrift auslegte und ihnen das Wort erklärte. Ja? Das ist einfach schön. Jesus hat Liebe für zweifelnde und auch entmutigte Christen. Er hat manchmal Verständnis, auch für die, die so irgendwo enttäuscht sind, entmutigt. Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie sie es erwartet haben. Und dann waren sie enttäuscht. Ja? Aber Jesus gibt ihnen neuen Mut. So auch die Begegnung mit Thomas, die war ja individuell, ja. Bei der ersten Erscheinung zu seinen Jüngern war Thomas nicht dabei, aber dann bei der zweiten war er dann dabei und dann bekam er noch eine spezielle Berührung vom Herrn, ja. Der Herr hatte Verständnis für den zweifelnden Thomas, ja. Ich lese mal noch kurz vor hier in Johannes 20, ab 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in seine Nägelmale lege und in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Ja, und dann kam Jesus und gab einen speziellen Gottesdienst für Thomas. Ja. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite. Ja, ich muss hier vorgehen. Da ist das Bild. Ja, lege sie in meine Seite. Ja, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das war Jesus immer am Herzen, dass wir glauben, dass wir daran festhalten, was er versprochen hat, ja? Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Wie schön, wenn man das persönlich sagen kann. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Ja. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und so ist es wirklich. Der Herr soll bei uns Glauben finden, auch wenn wir nicht immer alles erklärt bekommen oder nicht alles sehen. Aber jetzt kommen wir zu der Begegnung am See Genezareth. Das wollen wir uns jetzt zusammen ansehen, wie Jesus seinen Jüngern am See Genezareth begegnete. Es steht in Johannes 21, 1 bis 24. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon, Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Ja, interessant, das waren also sieben Jünger, ja, hier sind sie genannt, die waren irgendwo ein enges Team, Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes, man nennt sie auch die Donerges-Söhne, ja, die Söhne des Zebedäus und zwei andere, die nicht mit Namen genannt sind. Ja, die waren dort zusammen, da spricht Simon Petrus: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, sagen die anderen. Ja. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Ja. Aber wie schön zu sehen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Das ist so interessant. Ja. Lesen wir weiter: Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. So ist es interessant, wenn wir Jesus gehorchen, dann kommt Frucht in unser Leben. Und das ist einfach so. Immer das zu tun, was er sagt, bringt immer Frucht. Es hat immer gute Konsequenzen. In Johannes 5, Vers 5, die Weinstockgeschichte, sagt Jesus ja: Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. So ist es immer so wichtig, dass wir mit Jesus verbunden sind und verbunden bleiben. Ja? Hier am 1. Mai haben wir einen Spaziergang gemacht, auch durch die Weinberge. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, wie auch die Reben schon unten wieder am Weinstock verbunden wurden. Ja? Sie haben so eine Biegung und wurden verbunden am Weinstock. Ja? Durch diese Biegung und durch das Verbundensein am Weinstock bringen sie mehr Frucht. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir mit Jesus eng verbunden sind. Dass wir ganz eng an ihm bleiben. Robert Zwirten hat einmal gesagt: Manche Menschen, die ihm dienen, sind nicht seine Freunde. Sein Freund zu sein, erfordert Gehorsam. Freundschaft mit Jesus hat immer damit zu tun, dass wir ihm gehorchen und dass wir tun, was er sagt. Ja? In Johannes 15, 14 sagt er ja: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ja? Wenn ihr tut, was ich euch sage, dann seid ihr wahrhaftig meine Freunde. Und für die lässt er sein Leben. Er lässt sein Leben ja für alle Menschen, aber nur wenige erkennen es und nehmen es an. Aber weiter lesen wir am See Genezareth: Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, ich muss nochmal vorgehen, ich habe hier einen Drücker in der Hand. Geht ja, super. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Hier spricht Johannes von sich selbst. Er bezeichnet sich als Jünger, der ihn besonders lieb hatte. Ja? Und sagte zu Petrus: Das ist der Herr. Ja? Also Johannes, er hatte so ein besonderes Verhältnis zum Herrn. Er hat ihn als erstes erkannt. Ja, das kann nur der Herr sein. Ja? Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er das Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Ja.
Der emotionale Petrus war direkt bereit, da wirklich, wenn das der Herr ist, dann will ich direkt zu ihm. Ja? Das ist schön, das ist eine emotionale Liebe und er drückt sich auch besonders aus. Da unterscheidet sich Petrus immer. Ja? Mit einer besonderen Liebe, ja, mit einer besonderen Emotionalität. Und das ist schön zu sehen. Ein zweiter Punkt, eigentlich waren die Jünger zu Menschenfischern berufen. Das war der Auftrag, der der Herr ihnen gegeben hatte. Aber jetzt gingen sie wieder Fische fangen, wie in der alten Berufe, und haben wieder das getan, was sie vor der Zeit mit Jesus getan haben. Ja? Aber hier kam dann der große Fang. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Ja? Als Jesus gehorchten, kam der große Erfolg. Vorher haben sie die ganze Nacht geangelt und haben nichts gefangen. Und als Jesus ihnen gesagt hatte, warf das Netz nochmal zu der Seite aus und da fingen sie 153 Fische. Das ist sehr viel. Und das Netz zerriss nicht. Das ist gewaltig. Ja? Wenn Jesus den Fischen befehlen kann, ja, kommt da alle ins Netz, damit die Jünger was haben. Ja? Ist schön zu sehen. Also Jesus diente auch hier am See Genezareth seinen Jüngern. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten es in ihrem Herzen. Es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja? Interessant, wie Jesus ihnen hier diente. Einfach schön zu sehen. Und dann kommt diese markante Frage an Petrus, diese besondere Begegnung mit Petrus. Die Liebe zu Jesus steht auch im direkten Zusammenhang mit unserer Dienstbereitschaft. Ja, das will ich mal darüber setzen. Jesus diente einfach seinen Jüngern. Die sieben, die da waren, er machte ihnen Frühstück. Und er diente ihnen. Und dann kam diese besondere Begegnung mit Petrus. Auch da will ich uns im Zusammenhang lesen, Johannes 21, 15 bis 17. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann diese Antwort, sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus. Noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Ja, Liebe, ja, ist die beste Motivation, um Gott zu dienen, um Jesus zu dienen. Ja? Und darum brauchen wir immer wieder diese persönliche Liebe zu Jesus, die uns Motivation gibt. Aber dann, und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus, dann sorge für meine Schafe. Interessant, dass er diese Frage dreimal stellte. Ja, das ist schon bemerkenswert. Und dass er auch nicht erwähnte, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Das finde ich so bemerkenswert an Jesus. Jesus hat nicht gesagt, hör mal, du hast mich hier dreimal verleugnet, da wo es eng wurde in deinem Leben. Ja? Du hast mich da dreimal im Stich gelassen und hast gesagt, du kennst mich nicht. Ja? So hätten wir es gemacht, oder? Ja? Wir hätten es vielleicht so gemacht.
da hast du mich total hängen gelassen. Da hast du mich im Stich gelassen. Aber Jesus hat das nicht so gemacht. Petrus verleugnete Jesus dreimal, ehe der Hahn krähte. Dreimal, ja. Das war vielleicht auch keine leichte Sache, ihn dort zu bekennen. Man weiß, was man mit ihm gemacht hat. Ja. Aber wir müssen uns selbst fragen, werde ich treu sein? Werde ich treu bleiben, wenn es eng wird, wenn wirklich es etwas kostet, meinen Glauben zu bekennen? Ja? Wir werden in unserem Land hier in Deutschland wenig irgendwo diskriminiert unseres Glaubens wegen oder sogar gefoltert wie in anderen Ländern. Oder wir bekommen die Bibel noch nicht abgenommen. Ja? Sie werden verbrannt, ja? Wie es alles schon passiert ist und auch wieder passieren kann. In der arabischen Welt, wo echt die Leute da Verfolgung erleiden, ihres Glaubens willen, wenn sie zu Jesus stehen. Und ich glaube, wir müssten in der Situation stehen, um wirklich zu sagen, ich werde da treu sein. Ja? Ich werde treu bleiben bis zum bitteren Ende. Ja? Interessant. Nicht deine eigenen Pläne, sondern Gottes Ziele und Absichten haben Priorität. Das müssen wir mal erkennen. Wir lesen weiter in Vers 18. Ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Ja? Ganz individuell, folge mir nach. Petrus wusste noch nicht, dass alles auf ihn zukam, dass er auch wieder auch den Leidensweg gehen musste, sogar bis hin ans Kreuz. Ja? Das ist interessant. In Vers 20, Petrus wandte sich um und sah hinter ihnen den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, den Johannes. Ja. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Was wird denn aus diesem Johannes? Wie gehst du mit ihm um? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Ja? Was geht es dich an? Ja? Also bei deiner persönlichen Nachfolge geht es nicht um Vergleiche. Es geht nicht darum, dass du dich mit anderen Christen vergleichst. Das ist einfach so der Hang, den wir so haben. Wir vergleichen uns so gerne mit anderen. Wie tut der es? Ja? Wenn er ja ein christliches, echtes Vorbild ist, dann ist es ja okay, wenn man sich auch ihm nacheifert und es ebenso tut wie er, wenn er es richtig tut. Aber wir sollen das nicht vergleichen. Du hast individuelle Gaben, individuelles Potenzial, was auch nur du hast. Du hast Möglichkeiten, die auch nur du hast. Darum bringt es eigentlich nicht viel, sich zu vergleichen. Ja? Das ist interessant. Christen legen ihre Masken ab. Sie versuchen authentisch vor Gott und den Menschen zu leben. Und das macht ein christliches Leben wirklich auch glaubwürdig. Wenn wir echt authentisch sind, ja? Authentisch, echt, glaubhaft. Das liebt der Herr. Wenn wir nicht etwas vorspielen oder irgendeine Rolle spielen, damit wir angesehen werden, sondern dass wir individuell unsere eigene Originalität leben. Dass wir das leben, was der Herr in uns hineingelegt hat. Authentizität, das Wort, ja, wenn man das definiert, heißt es ja Echtheit, die als ein besonderes Original befunden wird. Der Schein deckt sich mit dem Sein. Ja? Das deckt sich mit dem Ist-Zustand. Deswegen sage ich auch immer, es nützt nicht, irgendwo eine Rolle zu spielen, etwas darzustellen, was man nicht ist. Es ist wichtig, dass man das individuelle Original lebt, das der Herr in einen hineingelegt hat. Du hast Gaben, die kein anderer hat. Ja, Gott hat schon in dich was reingelegt, was er nur in dich reingelegt hat. Und dieses Potenzial lebe für den Herrn aus. Gib ihm die Ehre damit. Ja?
Lebe dein individuelles Potenzial zur Ehre Gottes aus. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Und lebt es in eurer bewussten Gegenwart Gottes. Wenn ihr alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes tut, dann tut ihr es so gut, wie ihr es könnt. Damit es für den Herrn, ja, für Gott kein Schrott, ja, für Gott immer nur das Beste und so gut, wie man es kann. Ja. Das ist wichtig, dass wir das auch wirklich wollen. Du hast Gaben und Möglichkeiten, die kein anderer hat. Lebt das aus. Stell das dem Herrn zur Verfügung. Ja? Wie der Junge mit den 5 Broten und mit den 2 Fischen oder 3 Fischen. Ne? Es waren 2 oder 3. Ja? So ist es. Er gab das, was er hatte und stellte es dem Herrn zur Verfügung. Und das ist gut so, wenn wir das tun. Ja? Jesus selbst gab uns ein Beispiel bei der Fußwaschung. Interessant. Er war uns ja ein Vorbild in allen Bereichen und er lehrte uns besonders das Dienen. Wer der Größte unter euch sein will, der soll euer größter Diener sein. Ja? Und dieses Prinzip lebte er vor. Dieses Jesus-Vorbild geht gerade anders wie in dieser Welt. Wenn die Pyramide der Welt so geht, dass der Chef oben ist und alle dienen dem Chef, ja? Dann ist es im Reich Gottes anders. Ja? Da geht die Pyramide nach unten. Unten ist der Chef, ja? Unten ist Jesus und er ist bereit, allen anderen zu dienen. Und das ist eigentlich das gute Jesus-Prinzip, das greift, auch heute noch in der heutigen Zeit. Wenn wir auch Leiterpositionen haben, wir wollen dienstbereit sein und auch dienstbereit bleiben. Ja? Und es nicht irgendwie was auf Stellung einbilden, wir wollen einfach dienen, wie es dem Herrn gefällt. In Johannes 13, 14 und 15 heißt es dann in dieser Fußwaschung, wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Interessant, ja? Das ist somit die demütigste Aufgabe, die man haben kann, den anderen an den Füßen zu spielen, ja? Die waren damals auch noch wirklich dreckig, ja? Wenn sie barfuß gelaufen sind und mit Staub und mit Dreck, ja? Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ja? Das muss uns immer wieder zu denken geben. Bin ich bereit, den demütigen Weg zu gehen? Bin ich bereit, auch in der Gemeinde niedrige Aufgaben zu übernehmen? Ja? Im Putzdienst, da streitet sich keiner drum irgendwo. Ne? Oder mancher macht es auch wirklich gerne und er liebt es zu putzen. Ja? Aber das ist auch etwas, was getan werden muss. Ja? Also ich bin mir nicht zu schade, für den Staubsauger zu nehmen. Ich glaube, ich nehme ihn am öftesten in der Gemeinde. Ich habe ihn immer in der Hand, wenn ich irgendwo was sehe. Ja? Aber das ist einfach so. Das soll uns nie zu schade, sollen wir uns nie zu schade sein. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Es ist ja irgendwo vieles, sind Gnadengaben, die uns von Gott geschenkt sind. Und mit denen sollen wir auch dementsprechend gut haushalten. Ja? Dementsprechend sollen wir sie einbringen zur Ehre Gottes. Ja? Das ist so schön. Aber kommen wir zurück zum See Genezareth. Was hat Jesus hier noch gesagt? Auch Johannes hatte einen persönlichen Leidensweg in seiner Nachfolge. Wenn wir dann hier weiterlesen in 23, so entstand unter denen, die sich zu Jesus bekannten, das Gerücht, dieser Jünger wird nicht sterben. Ja, haben sie untereinander geredet, also wenn Jesus das sagt über Johannes, dann wird er bestimmt nicht sterben. Aber das hatte Jesus nicht gesagt, sondern wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Ja? Ich handle an ihm individuell. Ich glaube, so hat Jesus auch zu jedem zu uns eine besondere individuelle Beziehung. Und er hatte eine andere Beziehung zu Johannes wie zu Petrus. Sie waren ihm ja alle irgendwo nah, besonders Petrus, Johannes und Jakobus, ja. Das waren ja so die drei Säulen in der Gemeinde oder unter den Jüngern. Und er hatte zu jedem eine andere individuelle Beziehung. Und so ist es auch bei uns. Wir sehen es schon an unseren Kindern. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist individuell besonders. Und an jedem Kind musst du auch Erziehungsmaßnahmen anders anwenden wie bei dem anderen, ja. Eine braucht da mehr vielleicht Strenge oder mehr Richtungsgebung wie der andere. Ja? Der andere, der läuft so automatisch vielleicht. Ja? Und so ist es interessant.
wie diese Beziehung auch zu Johannes war. Eben dieser Jünger ist es, ja, schreibt Johannes über sich selbst, der all das bezeugt und hier aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass alles, was er bezeugt, wahr ist. Ja? So schön. Also dieses Johannes-Evangelium wurde ja später geschrieben als die anderen Evangelien. Vielleicht hat Johannes gedacht, da muss ich noch eins schreiben, das richtig mal die Dinge aufklärt, die in den anderen Evangelien nicht stehen. Und in diesem Lichte schrieb er diese besonderen Begegnungen, auch persönliche Begegnungen mit einzelnen Menschen, mit einzelnen Jüngern. Und da können wir so viel davon lernen. Und es ist uns einfach so ein schönes Beispiel. Interessant. Hier habe ich mal die Bibelstelle aufgeschrieben, die auch unsere nächste Freizeit beschreibt. Ja? Wir haben uns ja November, Anfang Oktober, Ende Oktober, Anfang November haben wir eine Freizeit. Sind wir 3 Tage zusammen, 4 Tage zusammen und 3 Nächte, gell? Ja? Freuen wir uns schon drauf. Ja? Und ich habe so das Thema Jüngerschaft auf dem Herzen gehabt, dass wir über Jüngerschaft uns mehr Gedanken machen. Und Dave hat so den Impuls gehabt, lebendige Steine. Da haben wir gedacht, dann packen wir das zusammen und dann machen wir da ein Thema draus, ja? Echte Jünger, lebendige Steine werden zu einem geistlichen Haus. Und das ist unser Thema für die Freizeit. Und das dürfen wir jetzt schon im Herzen bewegen. Ich bin ja mal so, wenn ich irgendwo ein Thema vom Herrn habe, dann gehe ich schwanger damit. Dann gehe ich schwanger damit, auch mit der Predigt gehe ich immer schwanger. Und der Herr gibt mir Impulse durch den Heiligen Geist, gibt mir Gedanken dazu. Und so ist dieses Thema eigentlich, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. Ja, wenn wir da 1. Petrus 2, 4 und 5 lesen. Zu ihm dürft ihr kommen. Es ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Ja? Jesus wird ja selbst als der Eckstein dargestellt, an dem alle anderen Steine angelehnt werden. Ja? Und so ist es auch wie bei Mauern, ja? Da wird auch der Eckstein zuerst gesetzt und die anderen Steine werden angelegt. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil er zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Das ist so schön, ja. Lebendige Opfer sollen wir sein, ja. Gebt euer Leben hin als lebendige Opfer. Heilig, lebendig, Gott wohlgefällig. Und das ist einfach unser Leben. Als solches sollten wir unser Leben leben. Das ist der rechte Gottesdienst. Und das Bewusstsein brauchen wir, auch wie hier Petrus es sagt in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein Gott auserwähltes Volk. Ja? Dieses Bewusstsein brauchen wir, diese Identität müssen wir gut kennen. Wir sind Gottes auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ist dir das bewusst, Mann? Ein königlicher Priester bist du, ja? Halleluja. Auch die Frau, Gitti, ja? Königliche Priesterin, Moni. Das Bewusstsein brauchen wir. Das müssen wir erkennen. Wir haben eine besondere Stellung in dem Herrn. Der Herr in uns, ja, Adam, ein königlicher Priester, Halleluja, Birgit, Alexandra, eine königliche Priesterin, ja, Gisela, so schön, Halleluja, Clemens, ein königlicher Priester, Halleluja, schön dich zu sehen, super, ist doch klasse, aber dieses Bewusstsein, was trägt das in sich, leben wir daraus, ist das unsere Bestimmung, sind wir uns dessen bewusst? Ja, oftmals denkt man, der Dave ist hier Pastor, der soll das machen. Das ist eine total falsche Einstellung. Irgendwo leben wir dann im Alten Testament. Alle wiedergeborenen Christen sind königliche, von Gott berufene, herausgerufene, heilige Priester für den Herrn. Hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber das ist die Stellung, die wir haben. Und die müssen wir mal sagen, ja, ich bin das. Ich will für den Herrn wirklich ein Brückenbauer sein. Pontifex. Eine Pontifexin, würde ich mal sagen, ja, eine Brückenbauerin, für die Menschen zum Herrn zu bringen. Das ist unsere Bestimmung, ja, ich muss das nochmal lesen. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Halleluja. Also da müsste schon Jubel ausbrechen, wenn man sich dieses Bewusstsein mal richtig, ja, wirklich reinzieht. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden.
Ja? Das heißt einfach, dafür sind wir da, die großen Taten Gottes verkünden. Der Herr hat Großes an mir getan. Ja? Wir sollen nicht erst in erster Stelle nur für die sozialen Dinge da sein hier in unserem Land. Ja? An erster Stelle sollen wir das Evangelium weitergeben. Das erzählen, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass die Menschen Rettung brauchen, das wissen sie nicht mehr. Ja, das ist das Schlimme in unserer Gesellschaft. Sie haben die Schlaftablette der Religiosität, wenn es mal so bezeichnen. Sie wissen nicht mehr, warum es geht, dass sie Rettung brauchen. Ach, dann kommen sie mit ihren Sakramenten oder was sie dann empfangen haben und denken, das macht's dann. Ich bete immer, Herr, gib ihnen eine lebendige Beziehung mit dir. Lass sie erkennen, wer sie sind in Christus. Lass sie eine Liebesbeziehung mit dir bekommen. Gib ihnen erleuchtete Augen des Herzens. Gib den Aufbruch der Herzen in unsere Familien, in unsere Nachbarschaft, in unsere Mitmenschen, auf dem Arbeitsplatz, egal wo es ist. Gib den Aufbruch der Herzen. Du, wenn wir wissen, dass die alle auf der Rutschbahn zur Hölle sind, dann ist das uns nimmer egal. Das müssen wir mal bewusst machen. Es ist uns egal geworden, weil wir gleichgültig geworden sind. Aber der Herr, der Heilige Geist, will die Kruste der Gleichgültigkeit zerbrechen, dass wir wieder Mitleid haben. Yes, Amen. Dass ihre Not unsere Not wird. Herr, gib ihnen Licht. Ist noch so eine Hunger in dir? Ja, wenn Jesus dir fragt, liebst du mich? Ja, dann hat das auch damit zu tun, liebst du die Menschen? Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Herausgeholt. Der Vati wurde rausgeholt aus der Hölle, die hätte er verdient. Und der Herr hat ihn reingesetzt in sein Reich. Halleluja. Wenn es das nicht begeistert, dann müssen wir mal fragen, wo ist mein Geist in mir? Wenn es das nicht begeistert, dann irgendwo fehlt dann was. Halleluja. Das muss uns immer wieder begeistern. Und da müssen wir zurück zur ersten Liebe. Der Herr will uns den Weg zeigen. Ja? Er will uns den Weg zeigen, er will uns wirklich führen, er will uns lenken, damit nicht mehr unsere Wünsche und unsere Ziele in Erfüllung gehen, sondern dass die Ziele Gottes in Erfüllung gehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja? Das hat auch damit zu tun, dass ich den Willen Gottes für mein Leben herausfinden muss. Die Pläne und Ziele und Absichten Gottes für mein Leben herausfinden muss. Und dazu brauche ich diese persönliche Begegnung mit Jesus. Ja? Die persönliche Führung des Heiligen Geistes. Psalm 25, Vers 4. Wie finde ich den richtigen Weg? Dieses Verlangen, diese Sehnsucht. Herr, zeige mir deine Wege. Deine vorbereiteten Pläne, die du für mich vorbereitet hast. Zeig sie mir. Lass sie mich erkennen, auf deinen Pfaden zu gehen. Ich habe das Bild immer gar nicht da. Ja, jetzt ist es da. Ja. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Ja? Dieses Verlangen. Herr, ich will das rausfinden, was du für mich vorhast, was du geplant hast. Ja? Er hat Großes geplant. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Habe ich den Hunger, unterwiesen zu werden vom Herrn? Persönlich, in einer persönlichen Lebensbeziehung, auch sein Wort wieder aufzunehmen. Oftmals haben wir die Haltung, wie wir, wie 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Sag mal, habe ich schon gehört. Habe ich, kenne ich. Ja, das Wort kenne ich, das haben wir schon 100 Mal der Bibel durchgekaut. Kenne ich. Und dann ist die Gefahr, dass man Haken dran macht. Kenne ich, abgehakt, ja. Berührt uns nicht mehr. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wenn wir wirklich im Geist brennend sind, dann berührt uns das Wort immer wieder. Gott offenbart sich durch sein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und er gibt uns Licht und Orientierung durch sein Wort und durch das persönliche Gebet. Das persönliche Gebet ist auch irgendwo Audienz bei Gott. Ich sage immer, Audienz bei Gott ist besser wie Audienz beim Papst. Ja? Das ist so. Wenn du in dein Kämmerlein gehst, mach dein Handy aus und dein ganzer Anrufbeantworter an, dein Computer ist zu und keiner kann dich mehr erreichen und du bist wirklich in der Kommunikation mit Gott. Amen. Du redest ihm nicht nur den Kopf voll, sondern du hörst, Herr, was hast du für mich?
Was willst du mir zeigen? Was sind deine Pläne und Absichten für mich? Für mich persönlich? Das sind Gebete, wo der Herr wirklich geehrt wird. Wow, du willst wirklich wissen? Manchmal ist Gott überrascht. Wow, du willst wirklich wissen? Du willst wissen, was ich für dich vorbereitet habe. Ja, in der Bibel steht ja in Epheser 2,10, dass der Herr viele gute Werke für uns vorbereitet hat. Jetzt liegt es an uns, diese vielen guten Werke zu finden und dann auch zu gehen. Ja? Deswegen sage ich immer, tu, was dir vor die Füße kommt, was dir vor die Hände kommt, und du wirst sehen, der Herr führt dich. Also manchmal warten Leute, oh, ich weiß nicht, was er hat, ich weiß nicht, was er hat, und macht nichts. Du, mach einfach. Wenn der Herr irgendwie dir was aufs Herz legt, mach's. Und du wirst dabei machen, merken, der hat noch mehr mit dir vor. Ja? Der will noch Größeres mit dir tun. Und das ist so schön. Die Gemeinde Jesu ist und bleibt einfach die Hoffnung für diese Welt. Auch wenn es manchmal arm in unseren Gemeinden aussieht. Ja, bei uns sieht es ja nicht besser aus. Ja? Da sieht es manchmal arm aus. Da denkst du, Herr, wieso kommen dann so wenig Leute zu? Wieso passiert so wenig? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, vielleicht liegt es an uns. Vielleicht haben wir nicht die Leidenschaft zu beten, die Leidenschaft, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben aufgehört zu evangelisieren. Die spotten ja alle nur und die haben doch keine Glauben und keine Glauben und was auch immer. Ne? Wir setzen uns manchmal selbst Grenzen. Aber wir dürfen dem allmächtigen Gott einfach von ihm erwarten, dass er es kann tun. Dass er es tun kann und tun will. Und er gibt dir Impulse. Bete für die Person. Bleib dran zu beten. Ich habe was vor. Und ich zeige dir, ich gebe dir Weisheit, wie du ihr das Evangelium oder ihm das Evangelium verkündigst. Wie du es ihm nahe bringst. Wie du Liebe üben kannst an der Person. Ja. Ja? Aber der legt uns mal zuerst eine Bürde aufs Herz. Das ist der Weg, wo der Heilige Geist immer geht. Er legt uns eine Bürde aufs Herz und dann beten wir. Und dann zeigt der Heilige Geist uns Wege, diese Person oder diese Person auch wirklich Gott nahe zu bringen. Im Brückenbauer zu sein, ihn zu lieben. Liebe ist ja die beste Angel, der beste Köder für die Angel. Den müssen wir immer an die Angel hängen. Ansonsten haben wir es schwer, ihr Herz zu gewinnen. Ja? Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Ja? Epheser 2,20. Auf demselben Fundament. Königliche Priester, auserwähltes Volk, Heilige, ja, Ausgesonderte. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus. Wir sind auf dem Fundament Jesu Christi gebaut und gegründet. Und das ist so schön, das ist so wertvoll, wenn wir das erkennen. Wir nehmen den Auftrag Jesu ernst. Ja? Wir nehmen ihn ernst und wir wollen das wirklich erkennen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, wir sind seine Glieder und wir wollen die Funktionsgaben ausüben am Leib, die der Herr für uns vorgesehen hat. Wir packen an, wir unterstützen uns gegenseitig, besonders Leiter brauchen Ermutigung, Dave, gell? Wir haben schon viel Enttäuschung erlebt in 30, 40 Jahren mit dem Herrn, du gehst schon länger wie ich mit dem Herrn, wir haben jetzt 30 Jahre, wo wir dem Herrn dienen, hat man schon viel Enttäuschung erlebt, man kämpft für jeden Einzelnen. Und manchmal irgendwie, man setzt alles für sie ein und irgendwann halten sie dir den Rücken hin und kennen dich nicht mehr oder reden noch schlecht über dich. So oft erlebt. Aber es ist irgendwo normal, ja. Wenn Menschen es wieder in die Welt zieht, die Welt hat Macht und die Welt ist attraktiv, sie hat viel zu bieten. Und da braucht es wirklich schon Überwinderkraft, damit man diese Welt überwinden kann mit ihrer Lust, ja. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Ich sage immer, der Heilige Geist brauchen wir heute mehr denn je. Damit er uns auf Kurs hält. Ja? Also Nachfolger sind mit Jesus eingejocht. Ja? Wenn wir dann den Missionsauftrag, Jesus hat auch den Missionsauftrag ihnen noch gegeben, dann hier bei dieser Zeit, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat sie nochmal eingeordnet, das ist wichtig für euch. Das ist nicht eine Option, die ihr tun soll, sondern tut das. Gehet und mache zu Jüngern. Matthäus 28, ja, 19 und 20. Gehet und mache zu Jüngern. Tauft euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie. Und dann ist es nicht zu Ende, dann fängt es an. Dann lehrt sie alles.
was ich euch gelehrt habe. Jesus hat viel gelehrt. Jesus hat seine Jünger, der 3 Jahre war immer unterwegs mit ihnen, er hat überall ihnen Lektionen gegeben, auf dem Feld, unter den Menschen. Ja. Er hat überall gewirkt und hat ihnen Lektionen gegeben, wie das Reich Gottes aussieht und wie das Reich Gottes auf die Erde kommt. Wie Gemeinde Jesus gebaut wird. Ja. Es war ihm ein Anliegen. Lehrt sie alles. In Theorie und Praxis. Das Problem, heute lernen wir vieles in der Theorie. Ja, es ist einerseits gut, dass wir theoretisch gut Bescheid wissen, denn sein Volk kommt auch um als Mangel an Erkenntnis. Aber wir müssen es tun. Erst im Tun greift der Glaube. Im Tun manifestiert sich der Heilige Geist. Ja, wenn ich Jesus als den Heiland und den Retter verkündige, dann rettet er Menschen. Wenn ich ihn als den Heiler verkünde, dann heilt er. Ja? Wenn ich ihn aber nur als guten Lehrer verkünde, dann fehlt was. Ja? Dann ist er nicht der Retter, dann ist er nur der gute Lehrer. Wir müssen ihn wieder als den Retter, Heiland, Lehrer, Heiler und einfach, er ist der Heilbringer und der Glücklichmacher und der Herzensverbinder. Als solches müssen wir ihn bekennen. Eingejocht mit Jesus, ja, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Eingejocht mit Jesus. Er geht da voran, er zieht die Last. Er wird einfach mit dir eingejocht sein und er will mit dir gehen. Und das ist so schön, wenn diese bewusste Gegenwart, Jesus ist mit mir eingejocht, er ist an meiner Seite durch den Heiligen Geist. Ja, er ist mein Ratgeber, der Heilige Geist, mein Helfer, mein Fürsprecher, der mich führt und lenkt, der mir Impulse gibt, der mir hilft, der mich ermutigt, der mich stärkt. Darf ich bitten, euch aufzustehen? Ja, diese 4 Fragen waren in diesem Text zu finden. Diese 4 Fragen, die sollten wir auch Jesus beantworten. Ja, sitze da, hat immer hingeschrieben. Hast du wirklich persönliche Begegnungszeiten mit Jesus? Das ist ein bisschen Gewissenserforschung. Ja? Manchmal ganz gut, wenn man es zulässt. Ja? Ein bisschen Inventur halten der Herzen. Hast du Beziehungszeiten mit Jesus, ganz persönlich? Gibt es die Kämmerleinszeiten noch in deinem Leben, wo der Herr persönlich zu dir reden kann? Gibst du ihm den Raum, damit er dich persönlich führen und lenken kann? Bist du bereit, ein Menschenfischer zu sein? Ja? Die Jünger hatten irgendwie, sind sie zurückgegangen in ihren Beruf, haben wieder das getan, was sie vor der Zeit mit Jesus getan haben. Aber Jesus hatte sie eigentlich zum Menschenfischer berufen. Wir als wiedergeborene Gotteskinder, als königliche Priester sind auch dazu berufen, Menschen zu fischen. Seelengewinner zu sein für den Herrn. Das ist uns oftmals leider nicht mehr bewusst, dass wir wirklich dazu berufen sind, Menschen dem Herrn nahe zu bringen. Pontifexe zu sein, Brückenbauerinnen für den Herrn. Hast du diese Bereitschaft ganz neu, dies auszuführen, ja? Nicht nur deine berufliche Laufbahn zu sehen, sondern zu erkennen, für das Reich Gottes sollst du ein Menschenfischer und eine Menschenfischerin sein. Findet Jesus Dienstbereitschaft bei dir? Bist du bereit, auch untere Dienste zu tun, die vielleicht nicht angenehm sind, die vielleicht etwas kosten, die vielleicht sogar ja, deinen persönlichen Einsatz kosten, die deine Finanzen kosten, die dein Leben kosten? Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, alles andere ist nicht so wichtig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das hat Priorität. Bist du bereit, Jesus hier diese Priorität zu geben, deiner Dienstbereitschaft? Ist deine persönliche Nachfolge frei von Vergleichen? Vergleichst du dich mit anderen Geschwistern? Oder hast du eine individuelle, persönliche Beziehung zum Herrn, dass du fragst, Herr, was kann ich für dich tun? Wo kann ich dienen? Wo kann ich außerhalb der Gemeinde dienen? Oftmals denken die Christen, sie können nur in der Gemeinde dienen. Der wahre Dienst fängt nur in den Menschen an. Wenn du hier die Tür rausgehst, da fängt dein Dienst an, unter den Menschen, in deinem Alltag, auf deinem Arbeitsplatz. Dort will der Herr dich gebrauchen. Und wenn da ein Kranker ist und du kriegst einen Impuls vom Heiligen Geist,
Jetzt trau dich mal und bete mal für ihn. Bete für sie, biete ihr Gebet an. Manchmal muss der Heilige Geist es dann dritten hintergeben, dass man aktiv wird. Ist traurig. Aber dann ist einfach zu tun, ja Herr, du bist doch der Heiler. Ich bin doch nur der betet. Ich weiß doch, dass du heilst. Ich weiß doch, dass du es tun kannst. Dass du es tun willst. Ja? In diesem Sinne, lass uns dem Herrn persönlich eine Antwort geben. Aber wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann heb einfach mal deine Hand und der Herr wird sehen. Wenn du das wirklich nochmal neu suchen willst, diese Begegnung, diese Dienstbereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, dann heb einfach mal deine Hand. Halleluja, der Herr sieht's, der Herr sieht's. Und der Herr wird uns auch das Gelingen schenken, das Wollen und das Gelingen. Das sucht, er sucht manchmal das Wollen und dann hilft er uns beim Gelingen. Ich will dafür beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns hilfst, dass du uns trägst, dass du uns auch diese unendliche Liebe auch von Jesus zeigst, die er auch für den Jünger hatte, die entmutigt waren, die enttäuscht waren, die nochmal in eine alte Berufe reingingen, die irgendwo vom Weg abgekommen sind, dir wirklich mit deinem leidenschaftlichen Herzen zu dienen. So bitte ich dich, dass du uns ganz neu wirklich diese Leidenschaft gibst, dir wirklich nicht mit einem traurigen Herzen zu dienen, mit einem, ach jetzt muss ich wieder dienen, sondern mit freudigem Herzen dienen. Dass wir dir unser Bestes geben, ja, für Gott nicht den Schrott, nur das Beste. Wir danken dir, Herr, dass du uns da eine neue Motivation gibst, dass du uns hilfst, dass du uns trägst und dass wir wirklich Frucht bringen. Wir wollen an dir verbunden sein, Jesus. Wir wollen, dass du unser Weinstock bist und wir die Reben, die an dir fest verwurzelt sind und verbunden sind, damit die Frucht kommt und die Frucht fließt. So segne jeden Zuhörer und erfülle jeden ganz neu im Heiligen Geist. So segne euch der allmächtige Gott. Einen Gedanken habe ich noch für uns. Wir müssen uns oftmals fragen, brennt noch Leidenschaft in meinem Herzen? Ja? Wir sind jetzt so über 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs und ich kann euch ehrlich sagen, die Leidenschaft geht manchmal verloren. Ja? Wenn man oftmals enttäuscht und entmutigt wurde, die Leidenschaft geht verloren. Und dann muss ich immer wieder auf den Herrn gucken. Immer wieder. Ich bin als erstes Mal ein Gotteskind. Ich bin ein Kind Gottes, geliebt von meinem himmlischen Papa. Und ich klettere auf den Schoß des Vaters und lasse mich lieben. Weil er liebt mich. Er sieht mich anders, wie die Menschen mich sehen. Und das ist es, was mir immer wieder Leidenschaft schenkt. Ja? Und so müssen wir uns fragen, ist meine Leidenschaft um wen verloren gegangen? Bin ich wieder enttäuscht worden, wieder entmutigt und wieder entmutigt worden? Und dann ist es immer wieder der Herr, der uns aufrichtet. Ja? Aber wir haben dieses Wort aus Offenbarung 3, 14 bis 16, die Gefahr der Lauheit. Das habe ich schon im Herzen, uns nochmal weiterzugeben. Der Brief an die Gemeinde Laodicea. An den Engel der Gemeinde in der Laodicea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Das ist ein ganz ernstes Wort, das uns immer wieder zu denken gibt. Bin ich lau? Bin ich kalt? Oder bin ich noch brennend für den Herrn? Deswegen sage ich immer, wir müssen für unser Feuer, sind wir selbst verantwortlich. Ja? Jeder ist für sein Feuer eigenverantwortlich. Nicht dein Pastor, nicht dein Bruder, deine Schwester. Du selbst bist verantwortlich für dein geistliches Feuer. Ja? Durch Gebet, durch Wort und Geist, durch die Kommunikation mit Gott, durch die Kämmerleinsbeziehung, ja? Halten deine Liebe und deinen Dienst leidenschaftlich. Sie halten dich auf Kurs. Sie legen immer wieder Holz nach. Und dann ist es so, ja? Lege rechtzeitig Holz nach, wenn du merkst, dein Herz ist kalt geworden. Gleichgültigkeit gegenüber deinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen. Gleichgültigkeit gegenüber deinen Geschwistern.
Ist dir egal, wie es ihm geht. Das ist sein Problem. Das ist heute eine allgemeine Haltung in unserer Gesellschaft. Aber die soll nicht in unserer Gemeinde gefunden werden. Liebe zueinander ist das Erkennungszeichen von wahren Jüngern. Liebe und Gehorsam. Ja? Darum Römer 12, 11 und 12 in der neuen Genfer Übersetzung überträgt es gut. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Nicht weniger werden. Selemos haben wir gehört. Selemos, weiß ich doch schon alles. Kenne ich doch. Das sind die Killer. Die löschen dein Feuer. Ja? Du musst immer wieder sensibel sein, aufmerksam, dass der Herr noch zu dir reden kann. Wirklich sensibel bleiben. Lass das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker werden. Diene dem Herrn. Und diene dem Herrn nicht, oh, muss ich schon nochmal in die Gemeinde gehen. Muss ich schon nochmal putzen gehen, muss ich schon nochmal, ne? Und immer nochmal ich. Und ich muss immer alles machen. Diese Haltung gibt es oftmals. Du, es ist eine Ehre für den Herrn wirken zu dürfen und seiner Gemeinde mitarbeiten zu dürfen. Es ist ein Privileg und es ist ein Vorrecht. Du bist erwählt, für da mitarbeiten zu dürfen. Und das ist Gnade. Und tu es aus dieser Haltung. Nicht aus dem mürrigen Herzen, sondern aus dem freudigen Herzen. Jesus, ja, wenn ich manchmal putzen und staubsaugen gehen will, reinige mein Herz, reinige meine Gedanken, meine Gesinnung, hilf mir, mach mich rein, dass ich nicht schlecht denke über meine Geschwister, ja, weil ich nochmal putzen muss. Ne? Aber so Gedanken, ne, die kommen, die beschleichen uns und dann vergleichen wir uns. Du bist ein individuelles, besonderes Original. Du hast Möglichkeiten, die kein anderer hat. Du hast Möglichkeiten in deiner Familie, da kommt keiner ran. Du kommst ran. An deine Arbeitskollegin kommst du ran. Gibst du nicht auf, bete weiter, bleib dran. Ja, in diesem Sinne, seid mutig und stark. Lasst dieses Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. So segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.